Ich stelle mir immer vor, wie der erstmal auf dem Boden pennt. Oh, bekommen wir endlich unser... Und dann fangen wir an. Endlich unser Besen. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan nehme ich an. Dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch? Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ach was. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da wird es viel. Und sobald ich fall gar nicht auf. Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Kein Problem. Kriegst du. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Doch, das ist genial! Guter Halt! Gut gemacht! Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Was ist denn das für eine Forderung hier? Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Fabelhaft! Oh, die Steuerung ist eigentlich ganz gut für den Besen. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Diese Happy Hour Mucke dazu. Auch ab und zu mal blinken. Gut. Das hat schon mal geklappt. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster.
toll, über den Dingen zu schweben, oder? Huch. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Evelyn so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lege dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Hi, Bambo, grüß dich. Das ist eine tolle Führung, Everett. Wie geht's dir? Willkommen zu meiner ersten Flugstunde. Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Außer wenn wir die Köpfe schon entlassen, geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. SOB halten für absteigen. Und wo waren Sie beide? Shoppen! Oh, hallo Professor, wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Urteil ist ja recht gut. Ich bin Musterschüler. Ein bisschen neben der Spur. Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ja, aber wir hatten Ärger dabei. Kogawa könnte uns das übel nehmen. Das war großes Pech. Ich dachte, sie sieht uns nicht. Aber das ist egal. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Mach das. Ja, und ich fühle mich so ein bisschen, ich könnte actually den Schwibbli-Schwapp-Schwapp-Typ von TikTok nachmachen. Ich bewege mich wie so ein Walross von A nach B gefühlt im Moment, weil ich es hab mir sehr gut gehen lassen heute. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Oh, da sage ich doch nicht nein. Guten Tag. Ich benötige Hilfe bei einer Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Einer dieser seltenen Nicht-TikTok-User. Echt? Boah. Das ist ein, ich weiß nicht genau, was für ein Landsmann. Auf jeden Fall ein südländischer Landsmann. Etwas komponenter. Und der macht immer den einen und selben Tanz. Und dabei bringt er seine Wohlstandswampe gut in Bewegung. Und immer mit demselben Lied. Schibli, schwapp, schwapp, dap, dap. Nicht Bob Bob von Bibi, bloß nicht verwechseln.
Von daher, ja. So, ich würde fast sagen, Sebastian hat direkt meine Aufmerksamkeit. Aufträge. Confringo. Ja, das nehmen wir doch. Wieder mal auf Abenteuertour? Da, 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 da. Na, 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 ich mag dieses Lied nicht. Oh, da ist er ja. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hm. Hier lang. Ach, da hinten durch die Tür, die ich schon ein paar Mal gesehen habe. Sehr gut verborgen. Ich dachte, das wäre so eine Merlinskiste oder irgendwie sowas. Achso, und ich weiß natürlich, wie man das Ding öffnet. Klar. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund. Rebellion. Er hat ihn Krypta getauft. Lumos. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu. Ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Rebellion. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind Lumos. Wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut.
Convringo. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Natürlich. Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst... Convringo! Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. So. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Oh, damit mit dem Zauber können wir bestimmt auch diese Leuchter an der Wand, die etwas höher sind, entfachen. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist, Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fig und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre... Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Also, Sebastian vertraue ich auf jeden Fall. Bescheid. Der hat mir den Arsch gerettet, zeigt geheime Orte, schöne Zauber. Von daher denke ich mal, ist glaube ich gar nicht so verkehrt, zumindest ihn auf unserer Seite zu haben, während ich alle anderen... vor allem die Gryffindors, um ihr Hab gut bringen. So, und das hätten wir. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Sebastian hat mich dorthin gebracht. Aber er hat mir klargemacht, dass ich es für mich behalten soll. Diese Ratte! Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet und ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Oh. Du brauchst mir nicht zu drohen.
Ich behalte deine Krypta für mich. Warum soll ich dir trauen? Du hast Sebastian verraten. Bitte. Ich will ihn nur in Schutz nehmen. Er betonte, dass ich niemandem von dem Geheimnis erzählen soll. Er ist ein guter Freund. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Aber ihr seid doch auch Freunde. Hallo? So, wo müssen wir jetzt hin? Da oben, ne? Und bist du auch Hogwarts am Spielen, Bambo? Oder ist das so gar nicht deine Welt? Mit Wünscheln und Wedeln. Hallo, ich hab doch M gedrückt. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Das Spiel verwirrt dich? Warum? Ja. Also mittlerweile so, wenn ich gewisse Eckpunkte sehe... Der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Also wenn ich gewisse Punkte sehe, weiß ich, wo ich im Schloss bin, aber ich würde mich auch gnadenlos dauerhaft verlaufen, wenn ich ohne Wegpunkte darum gurk. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt Lumos. Ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Revelio. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deek? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deek, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Ja, sie ist echt super. Zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Oh, Mondsteine habe ich tatsächlich schon ein paar gesammelt.
Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ich warte hier schon eine Ewigkeit auf dich. Vielleicht hat er einen längeren Aufsatz zugewiesen. Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden? Ja, Professor. Revelio. Können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Oh, I'm sorry. Incendio. Schade. Revelio. Akio. Revelio. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Oh ja, sieht gut aus. Und der Arme. Er war stets bemüht. Wenn er das abhört, bricht er ein Bad. Revelio. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Ach hier. Revelio. Warte mal. Ich hab ja noch. Legioso! Okay. Noch wüsste ich keine. Contrinko!
wie stabil Holz neuerdings sein kann. Also da komme ich nicht drüber. Rebellion. Ach hier. Als ob. Wie unrealistisch ist das Spiel, bitte? Als könntest du nicht da drüber klettern. Hier, da. Da jetzt so drauf. Oder ich muss ein bisschen weiter weg vielleicht. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Da habe ich das Gefühl, da geht's komplett raus. Aber da oben ist ja auch da. Also muss ich irgendwie. Wohl. Den kann ich mir auch ranholen. Ich einen Besen nehmen? Da komme ich aber auch nicht lang. Hallo? Kommen Sie bitte hier rein. Oh Mann, ich weiß, wie ich es löse. Jetzt mock's hier nicht so. Stress hier nicht so rum hier. Confringo. Weißt du, jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus. Oder? Doch. Akio. Ja, ist klar. Physik lässt grüßen, wie unrealistisch das hier jetzt gerade alles ist. Oh. Fischer fast eine Stresspostel. Oh komm, genau, als würdest du jetzt immer mit der Ecke voraus hier reinrutschen. Ach doch, komm, leck mir doch die Füße, ey. Sagt er im Spiel mit Magie. Ja, ist doch wirklich so. Wie unrealistisch ist das jetzt bitte? Er zeigt immer mit dieser einen verkackten Kante dann da jetzt immer so
reinzurutschen. So, wer du rutscht jetzt wieder mit der Kante da rein. Okay, danke schön. So. Du kommst dahin. Dann machen wir auf dir. Okay. Levioso. Dann ziehen wir dich ran. Da machen wir Levioso da unten drauf. Oh. Ja, okay, so habe ich es mir jetzt nicht ganz vorgestellt, aber. So. Ich wollte, also mein eigentlicher Plan war, die Kisten untereinander, dass der höher kommt und ich dann da auch so dran komme. Aber wenn das jetzt auch so geklappt hat, mein Gott. Da oben ist er ja. Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deek, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar. Deek sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Mhm. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Ich habe davon zwei.
ganz schön weiß. Wohl, den finde ich eigentlich auch schön, wa? Der ist so schön schlicht. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Mhm. Revelio. Und er direkt am Putzen. Das ist jetzt mein persönlicher Hauself hier, oder wie? Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Winscheln und wedeln. Aber ist alles derselbe, oder? Ein kleiner botanischer. Oh, nehmen wir mal den hier. Ah ja. Kann man. Das sieht eigentlich auch süß aus. Kann man denn. Wo stellen wir dich denn jetzt erstmal hin? Warte mal. Ein bisschen so hier. So viel habe ich noch. Ah doch, ne. Gute Arbeit.
Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Was macht der denn? Deke hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Oh, schau mal, kleine Tische, Spiegel. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe schon genug. Weißt du, wie viel Mondstein ich schon gesammelt habe? Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Ich habe sogar schon Teppich. Ich hab Teppich! Oh, ein kleiner Teppich. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Wünscheln und wedeln, ich komme. Obwohl, ist ja Wingardium Leviosa und Levioso nicht dasselbe? Was für ein Kram ich hier schon alles habe. Was ist das hier alles? Oh, das Ding sieht auch schick aus. Sie haben. Die kann hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Erstmal grob was dekorieren hier, dass das schön was gemütlich wird. Oh Gott, ist der süß. Sie können ihn außerhalb des Schlossgeländes sammeln oder einfach Dinge hier im Raum verschwinden lassen. Ja, das finde ich nicht so geil. Bilder haben wir auch schon direkt hier. Hallo, kannst du ein bisschen leiser putzen?
Also einfach jede Menge Zeugs hier reinklatschen, ob man es braucht oder nicht. Ist ja erstmal wurscht. So, Schreibtisch haben wir. Das steht da. Was bist du hier? Und Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Zany-Boy im ganzen Land? Ich. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Haben Sie den Mondstein? Sie können ihn außerhalb des Schlossgeländes sammeln oder einfach hier im Raum verschwinden lassen. Geek hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. So, jetzt haben wir von allem etwas hier drin, oder? Also zumindest auch von dem ich hier rumhantieren kann. Mal schau mal. Oh, warte mal, können wir den... Wie kann ich eigentlich bestehende Sachen im Raum? Gegenstände, um Zaubertränke zu brauen. Haben Sie den Mondstein? Sie können ihn außerhalb des Schlossgeländes sammeln oder einfach Dinge hier im Raum verschwinden lassen. Ja, jetzt habe ich so einen zweiten davon, aber... Schade. Okay, dann bleibt er eh da sitzen. Ich wollte ihn auf den Stuhl setzen. Weil sieht doch direkt ein bisschen schnuckelig aus hier drin. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Akio! Akio! Contrinto! Warum kann die Statue sich so bewegen? Oder ist das einfach jetzt die Physik? Akio! Die kann nicht glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Schon mal gar kein Tierwesen. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Revelio. Lumos. Jetzt würde ich am liebsten noch mal so einen Kelch an der Wand sehen, der relativ weit oben ist. Ich weiß, in welcher Halle einer war. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, in was für ein Eck die war. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch.
Ich freue mich, darin vorzukommen. Confringo! Super, dann kommst du jetzt nur dahin. Ah, nee, warte, Quatsch. Okay. Revelio. Confringo! Sieht ein bisschen aus wie Sebastian, ne? Nur ein bisschen älter. Schwibbeli, schwibbeli, schwupp, schwupp, bop, bobbeli, bop, boop, boop. Ihr werdet mir fehlen. Ernsthaft? Du wirst mir nicht fehlen. Hör auf. Wünscheln und wedeln. Wünscheln und wedeln. Oh, so cool. Hast du die Rätsel mittlerweile gecheckt? Ich meine, sie sind halt wirklich nicht schwer. Nice. Sie sind halt wirklich nicht schwer. Man muss halt einfach nur wissen, dass unten links 0 ist und dann... Ja. Wo mich hier in diesem kleinen Bumsraum, ne, wo nicht viel ist, und diese Scheißtreppe, habe ich immer voll die FPS-Drops. Aber auch nur hier. Warte mal, ich bin falsch. Jetzt bin ich ja... Lol, ich bin doch gerade... Habe ich den nicht im Fokus gehabt? So laufen wir halt noch ein bisschen durch die Gegend. Na, 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 na. Hallo? Wo ist die Lingardio Leviosa? Lingardio Leviosa! Ah, ne, warte, das ist, genau, das ist, hier. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Ja, wir reden gleich miteinander. Vorher bin ich mal ganz schnell wohin.